Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, an dieser Vortragsreihe teilzunehmen. Der Titel, wie schon gesagt, lautet Wege der Gotteserkenntnis im Leben und Denken von Simone Weil und Edith Stein. Das Thema ist an sich eigentlich sehr komplex. Ich habe natürlich versucht, einen Schwerpunkt zu legen und wie ich finde, das, was sehr interessant ist, auf diesem Weg zur Gotteserkenntnis bei beiden, Ihnen heute vorzustellen. Ziel des Vortrages, eine kurze Einleitung. Für Edith Stein war auf dem Weg zur Wahrheit die phänomenologische Methode von großer Bedeutung. Frau Professor Ger Falkowitz, die sich ja seit über 50 Jahren mit Edith Stein beschäftigt, beschreibt ihren Weg zu Gott als seinen Weg vom Unglauben über das Denken zum Glauben. Über die Phänomenologie also. Man könnte sagen, das ist ein Weg vom Unglauben über die Phänomenologie zum Glauben. Aber was ist Phänomenologie? Was ist die phänomenologische Methode? Es geht hier nicht um diese Standarddefinition, die wir zum Beispiel bei Wikipedia oder so auch finden können, sondern es geht um das, was in der Tiefe der Phänomenologie verborgen ist. Nur wenn das aufgedeckt wird, kann auch besser begriffen werden, warum diese Methode nicht nur als eine Methode begriffen werden kann. Dann sieht man zum Beispiel auch besser, warum so viele sich im Kreis von Husserl damals bekehrt haben. Ja, also viele sagen ja, dass das der Zeit geschuldet war, Krieg, Leid, Tod und so weiter. Aber ich denke, wenn man sich genauer mit der Phänomenologie beschäftigt, dann wird einem schnell klar, dass eigentlich die phänomenologische Methode hier maßgebend war. Um also Edith Steins Weg vom Unglauben über die Phänomenologie zum Glauben besser zu verstehen, schauen wir uns an, wie Simone Weil die phänomenologische Methode beschreibt. Ist es eine Methode oder eine innere Haltung, die der Mensch ein ganzes Leben lang übt? Simone Weil, aber auch Edith Stein und Husserl zeigen, dass die Phänomenologie mehr ist, eine Lebenshaltung, besser gesagt, ein Leben, lebenslange innere Wandlung auf die Wahrheit hin, ein sich üben. In dem Vortrag werde ich versuchen zu zeigen, wie Simone Weil über die phänomenologische Methode spricht, wie sie diese Haltung des Menschen beschreibt, diese phänomenologische Haltung. Dadurch erhoffe ich mir, dadurch bis dahin vielleicht nicht bewusst, einen nicht bewussten Zugang zur Phänomenologie zu eröffnen und dass dadurch Edith Steins Weg zur Wahrheit aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden kann. Ich beginne. Simone Weil wurde am 3. Februar 1909 in Frankreich, Paris, geboren. Im gleichen Jahr, wenige Monate später, wird Edith Stein 18 Jahre. Also Simone Weil ist am 24. August 1943 in England gestorben. Das bedeutet ein Jahr, nachdem nach Edith Steins Tod. Und wenn man das jetzt schnell einmal durchrechnet, dann ist sie nur 34 Jahre alt geworden. Ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, warum. Da kann ich vielleicht später noch in der Diskussion etwas sagen. Ich werde später nur etwas kurz dazu anmerken. Beide kamen aus einer jüdischen Familie, sowohl Simone Weil als auch Edith Stein. Für Edith Stein war die jüdische Tradition eine wichtige Tradition. Also sie wurde praktiziert, die Feste wurden gefeiert, ihre Mutter war gläubig. Edith Stein nennt sich ja auch bis zum Tod, sieht sie sich selber als Jüdin. Bei Simone Weil ist es genau umgekehrt. Ihre Familie, sie wird gar nicht in der jüdischen Tradition aufwachsen, sie wird in gar keiner religiösen Tradition aufwachsen. Ihr Elternhaus ist ganz frei, was auch bedeutet, dass eine Religiosität nicht verboten war in ihrem Haus. Aber es wurde auch keine praktiziert. Weil distanziert sich auch ganz klar von der jüdischen Tradition. Sie sagt, die christliche, die französische, die griechische Tradition ist die meine. Sie beschreibt sich selber.
Sie sagt über sich selber, dass sie als Christin geboren wurde. All das, was das Christentum seins nennt, war auch ihrs. Allerdings gab es eine Sache, die sie aus diesem Christsein ausklammerte, und zwar das Fundament, Jesus Christus. Über viele Jahre lang hat sie das Christsein angenommen und geliebt, aber nur in dieser äußeren Form der Nächstenliebe, besonders der Nächstenliebe. Aber sie war überzeugt, und also das resultierte daraus, dass sie überzeugt war, dass man das Gottesproblem nicht lösen kann. Also der Mensch hat nicht die nötigen Mittel dazu, um die Frage nach Gott zu beantworten. Also hat sie die Haltung, sie schreibt auch, sie hat sich verboten, diese Frage zu stellen. Sie hat weder gesagt, Gott existiert, noch hat sie verneint. Allerdings, was sehr auffällig ist, dass sie eine große Zuneigung hatte zu Menschen, die gläubig waren. Also eine natürliche innere Zuneigung hat sie zu diesen Menschen gefühlt. Ihre ganze Anstrengung galt aber der Wahrheit. Also ihr Leben war wirklich auf die Wahrheit hin ausgerichtet. Die Wahrheit zu finden war ihre Lebensaufgabe und auch das einzige Gut eigentlich, was sie selber für sich beansprucht hat. Alles andere zum größten Teil war ein Opfer für andere Menschen. Sie war wie Edith Stein eine Wahrheitsliebende, ohne dass sie sagen konnte, was denn die Wahrheit eigentlich ist. Hier stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass der Mensch eigentlich nach etwas sucht, sich nach etwas sehnt, was er am Anfang des Weges gar nicht richtig beschreiben kann. Simone Weil hat intuitiv auf natürliche Art über viele Jahre ihres Lebens hinweg die phänomenologische innere Lebenshaltung geübt, wie gleich gezeigt werden soll. Sie hat in dieser Anstrengung bewusst seit ihrem 14. Lebensjahr verharrt. Eine Anstrengung, die oft ihre menschlichen Kräfte überstieg. Sowohl bei Simone Weil als auch bei Edith Stein zeichnet sich eine lange, leidvolle, dunkle Zeit ab, in die ganz langsam Licht hereinströmt und dann ein Moment, der alles wendet. Der Moment, wo die Wahrheit nach langen Jahren sich zeigt, die Wahrheit, die lebendig und personal ist, Gott. Was ist davor, vor dem Zeigen, vor dem Erblicken der Wahrheit? Bei beiden das Gleiche, die Philosophie, die Phänomenologie. Nicht umsonst hat Husserl gesagt, die phänomenologische Methode soll ein Weg sein zu Gott ohne Gott. Für all diejenigen, die mit Gott nichts anfangen können, die weit weg sind von Gott, sollte die phänomenologische Methode ein Weg sein, um doch letzten Endes zu ihm zu kommen. Erst wenn Gott sich zeigt, wird der ganze Weg Sinn erfüllt. Simone Weil wird die Frage nach Gottes Existenz beantwortet bekommen. Nach langen Jahren, in dem bekommt sie eine Antwort. Es ist eine mystische Erfahrung, die sie beschreibt. Sie schreibt, ich zitiere: In meinen Überlegungen über die Unlösbarkeit des Gottesproblems hatte ich die Möglichkeit nicht vorausgesehen, die einer wirklichen Berührung von Person zu Person zwischen dem menschlichen Wesen und Gott. Ich hatte wohl unbestimmt von dergleichen reden hören, aber ich hatte es niemals geglaubt. Im Übrigen waren an dieser meiner plötzlichen Übermächtigung durch Christus weder Sinn noch Einbildungskraft im geringsten beteiligt. Ich empfand nur durch das Leiden hindurch die Gegenwart einer Liebe gleich jener, die man im Lächeln eines geliebten Antlitzes liest. Zitat Ende. Auffällig ist dieses plötzlich, dass man auch sieht, wenn man Edith Stein vor sich sieht, die das Buch der heiligen Teresa von Avila in den Händen hält, liest und plötzlich begreift, dass es die Wahrheit ist. Es ist ein kurzer, plötzlicher Moment, doch dieser Moment wurde bei beiden vorbereitet durch lange Jahre Übung. Bei beiden eben durch die Philosophie, Phänomenologie. Genauso wie Stein erkannte auch Weil, dass die vollkommenste Liebe eine Liebe ist, die durch den Tod geht, die durch das Kreuz gekennzeichnet ist. Wahrheit erblicken bedeutet durch Leid gehen.
Edith Stein nimmt den Ordensnamen Theresa Benedicta vom Kreuz und sie opfert sich, sie opfert ihr Leben für Deutschland, für den Karmel, für das jüdische Volk. Sie gibt ihr Leben für andere in Verbindung mit dem Gekreuzigten. Genauso tut es Simone Weil. Sie gibt ihr Leben als Opfer in Verbindung mit dem Kreuzestod Christi. Ihr Opfer besteht darin, dass sie eigentlich bis zur ja, physischen Grenze und darüber hinaus mit anderen mitleidet. Vielleicht ist das der tiefe Grund hinter ihrem frühen Tod. Die Größe dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, die Schwere und doch die Freude durch das Leid hindurch, wird sichtbar an beiden, an Simone Weil und Edith Stein. Die Frage, die bleibt, ist die Frage nach der phänomenologischen Methode. Ist es möglich, dass die Übung dieser philosophischen Methode ein Üben ist, einer inneren Haltung, die auf das Sehen der Wahrheit vorbereitet, die diesen plötzlich, das beide erlebt haben, vorangeht? Mit Hilfe von Simone Weil und ihrer Beschreibung der phänomenologischen Haltung versuche ich sowohl zu zeigen, dass jeder berufen ist, diese innere Haltung im Leben einzunehmen, wie tief diese innere Haltung reichen kann, und worin diese Haltung für Simone Weil auch besteht. Kurz gesagt, wie sie auch im alltäglichen Leben geübt werden kann. Und natürlich das Wichtigste, wie das Edith Steins Weg zu Gott neu beleuchten kann. Ich beginne. Die phänomenologische Methode in der Sprache von Simone Weil. Simone Weil hat 1940, 41 Vorlesungen besucht über die Philosophie. In diesen Vorlesungen, diese Treffen, die sie besucht hat, dort lernt sie Gaston Berger kennen. Gaston Berger ist Phänomenologe, er kennt Husserl persönlich, er ist begeistert von der Phänomenologie, erzählt viel von ihr und er widmet auch seine Doktorarbeit der Phänomenologie Husserls. Der Titel seiner Doktorarbeit lautet Cogito in der Philosophie von Husserl. Inspiriert durch die Vorträge schreibt Simone Weil einen Artikel. Der Titel lautet Die Philosophie. In diesem Artikel möchte sie zeigen, dass die wahre Philosophie sich in einer einzigen wahren philosophischen Methode zeigt. Sie schreibt, ich zitiere: Die Methode, die man bei Herr Berger findet, besteht darin, dass wenn man in seinem Geiste auf eine Idee, eine Behauptung stößt, sich nicht etwa zu fragen, ob diese wahr oder falsch ist, sondern was sie besagt. Es ist, Zitat Ende. Es ist also dieses unvoreingenommene Schauen. Simone Weil fängt an, hier die phänomenologische Methode zu beschreiben und ist überzeugt, dass es nur zwei Arten von Philosophen geben kann. Einmal diejenigen, die diese Methode anwenden, und dann die anderen, die, wie sie schreibt, nach eigenem Gutdünken eine Vorstellung vom Universum verfestigen. Die letzten Philosophen sind Denker, die Systeme schaffen und konstruieren, aber sie sind weit entfernt von der Wahrheit. Denn sie sind mehr auf die Vorstellung der Wahrheit konzentriert als auf die wirkliche Wahrheit. Denn die wahren Philosophen, schreibt Simone Weil, denn die wahre Philosophie konstruiert nichts, ihr Gegenstand ist ihr gegeben. Als die wahren Meister des Denkens sieht Simone Weil genau die Philosophen an, die diese eine philosophische Methode anwenden. Das sind die wahren Philosophen für sie. Und sie sagt etwas sehr Interessantes, fügt es da hinzu. Ich zitiere: Seltsamerweise sind die Philosophen, die diese Methode folgen, die dieser Methode folgen, allesamt auf das Heil hingerichtet. Zitat Ende. Es scheint, als wenn sie beiläufig in einem Nebensatz den Kernpunkt der wahren philosophischen Methode erwähnt und die einfach so stehen lässt. Mit dieser wahren philosophischen Methode ist auch die Phänomenologie gemeint, was ich gleich noch deutlicher versuche zu zeigen. Das bedeutet, neu formuliert, die Phänomenologie ist auf das Heil hin ausgerichtet.
Simone Weil bestätigt also das, was Husserls tiefste Motivation war, die phänomenologische Methode ganz groß vorzustellen, um so viele wie möglich für die Wahrheit, für Gott zu gewinnen. In einem anderen Artikel, den Simone Weil später schreibt, auch 1941, gleich nachdem sie den einen fertig geschrieben hat, schreibt sie den nächsten und dort entfaltet sie den Gedanken. Sie schreibt, man könnte, glauben, jeder Philosoph hat seine eigene philosophische Methode, die anders ist als die der anderen. Das ist nicht wahr. Sie ist überzeugt davon, dass das nicht so ist. Sie schreibt nämlich, ich zitiere, es gibt eine Tradition, die wahrscheinlich ebenso alt ist wie die Menschheit und so ist zu hoffen, auch so lange währen wird wie diese. Zwar schöpfen nicht alle, die sich als Philosophen ausgeben, ihre Eingebung aus dieser Tradition wie aus einer gemeinsamen Quelle, aber mehrere von ihnen tun es, sodass ihre Gedanken beinahe von gleichem Wert sind. Zitat Ende. Sie zählt hier zum Beispiel Platon, Descartes, Kant und eben auch Husserl. Also explizit erwähnt sie in diesem Artikel auch Husserl. Simone Weil musste, ich denke schon, dass sie Husserl gelesen hat, denn sie konnte Deutsch und sie war eigentlich nicht jemand, der etwas Tragendes sagen würde, ohne dass sie sich sicher ist, dass es so ist. Die Phänomenologie ist also keine neue Methode. Es ist die eine Methode, die aus der gleichen Quelle schöpft, nach Simone Weil. Nur ist die Art und Weise, wie Husserl sie formuliert, beschreibt eine andere, an die Bedürfnisse der Zeit, an die Krise der Zeit angepasst. Weil schreibt über das unterschiedliche Ausdrücken, Erklären der im Wesen gleichen Methode Folgendes. Ich zitiere. Ihre Variation kann man ihr nicht im Entferntesten zum Vorwurf machen, denn sie ist eine ewige und unempfängliche für Fortschritt. Die einzige Erneuerung, zu der sie fähig ist, ist die Ausdrucksform. Wenn ein Mensch sie für sich selbst oder für andere Menschen in seinem Umfeld in Begriffen auszudrücken versucht, die einen Bezug zu den Bedingungen der Epoche, der Kultur und des Umfeldes, in dem er lebt, haben. Zitat Ende. Es scheint, als wollte sie sagen, dass die ewige, unveränderbare Wahrheit nur durch eine ewige und unveränderbare Methode, besser gesagt, innere Haltung zugänglich ist. Edith Stein bestätigt das, was Simone Weil schreibt. Sie schreibt auch, dass die phänomenologische Methode Husserl schon früher von anderen großen Philosophen verwendet wurde. Husserl selbst findet seine phänomenologische Methode bei anderen Denkern und Mystikern wieder. Das bestätigt also, dass Simone Weil richtig schaut, richtig versteht. Was ist das also für eine Haltung, die Phänomenologie laut Simone Weil im Menschen formt? Ich versuche jetzt diese innere Haltung, also die Art und Weise, wie Simone Weil über die Phänomenologie, diese eine für sie philosophische Methode spricht, ein bisschen näher zu bringen, weil das vielleicht genau das eine sehr interessante Perspektive ist. Simone Weil wird immer wieder drei Elemente erwähnen, die nicht getrennt sind, sondern eher zusammengesehen werden müssen. Sie wird sie nennen, also diese drei Elemente beschreiben quasi diese Methode, also die eine wahre philosophische Haltung, die auf das Heil hingerichtet ist. Das eine ist das Warten. Das zweite ist das sich nach der Wahrheit sehnen, sie begehren. Und das dritte ist die Aufmerksamkeit. Um diese drei Worte, die zu einer Haltung und ihr bei ihr verstanden werden, zu der Grundhaltung, die genau diese Methode, also auch die Phänomenologie in einem Menschen formt. Lernen zu warten auf die Wahrheit in Aufmerksamkeit, sich nach ihr sehen, das ist die Haltung, die Simone Weil selbst über Jahre in ihrem Leben geübt hat. Um bereit zu sein, wenn der plötzliche Moment kommt und die Wahrheit sich zeigt.
Ihrer Meinung nach müsste es bedeuten, dass Husserl genau diese drei Elemente in seiner Phänomenologie lehrt. Ein Jahr vor ihrem Tod schreibt Simone Weil einen Aufsatz mit dem Titel Betrachtung über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe. Und auch wenn der Titel vielleicht nicht das verrät, was man in diesem Artikel, in diesem Aufsatz findet, bin ich überzeugt, dass das einer der interessantesten und der wichtigsten Aufsätze von ihr ist, denn genau dort beschreibt sie diese Methode. Also genau dort findet man das wieder, wie sie diese Methode versteht, wie man dann quasi auch auf die Phänomenologie schauen könnte. In diesem Aufsatz zeigt sie, dass die eine wahre philosophische Methode, die Phänomenologie, schon in der Schule gelehrt werden sollte. Sie ist überzeugt, dass die wichtigste Aufgabe des Lehrers darin besteht, eben diese Methode den Schülern beizubringen. Das andere Wissen, was man sich aneignet, ist sozusagen, kommt als zweites, aber als wichtigstes, ist es die Aufgabe, diese Methode, diese Haltung, dieses Erwarten, dieses sich sehnen nach der Wahrheit in Aufmerksamkeit. Das sollte der Lehrer als erstes dem Schüler beibringen. Interessanterweise schreibt sie, dass noch viel mehr geistliche Führer das auch machen sollten, dass sie dazu speziell berufen sind. Sie zeigt also auf, dass hier ein unsichtbares Band ist zwischen dem, was zwischen dem Wissen, wie sie hier schreibt, ich zitiere vielleicht, sie versucht das zu beschreiben und schreibt Folgendes, ich zitiere, die Analogie zwischen der Haltung der Vernunftserkenntnis bei jeder Schulübung und dem Zustand der Seele, welche die Lampe wohl mit Öl versorgt, voller Zuversicht und Sehnsucht ihrem Bräutigam entgegenwartet, deutlich ins Licht, in ein strahlendes Licht zu setzen. Es gibt also eine unsichtbare Verbindung zwischen dem Üben der Phänomenologie, dieser philosophischen Methode und der inneren Vorbereitung. Also im Inneren des Menschen passiert etwas, was man durch das Üben vielleicht äußerlich nicht sieht, auch nicht fühlt. Aber es kommt dann dieser Moment, wo proportional zu dem, wie viel Anstrengung man in diese Übung gesteckt hat, das Licht aufleuchtet in der Seele, sagt sie. Man kann also sagen, dass die Phänomenologie laut Simone Weil im Tiefen eine kontemplative Haltung ist, eine auf Gott hingerichtet. Verbindung zwischen der, Der Mensch kann unwissend sein. Also sie sagt, um diese Haltung, diese Methode zu üben, muss man nicht gläubig sein, man muss nicht religiös sein. Es geht um darum, eine bestimmte Haltung zu üben und dass diese Haltung eine große Auswirkung darauf hat, was in der Seele passiert. Sich üben im Warten auf die Wahrheit, sich nach ihr sehen und aufmerksam auf sie gerichtet sein, ohne zu verstehen, dass man sich in Wahrheit nach Gott sehnt. Genauso wie es der Fall war bei Simone Weil und Edith Stein. Beide wussten nicht, dass sie durch die Phänomenologie, durch die Philosophie vorbereitet werden auf einen plötzlichen Moment, in dem ihnen Gott begegnet, sich ihnen als Wahrheit zeigt. Nochmal zurück zu dem Warten. Simone Weil ist überzeugt, dass man die Wahrheit nicht suchen kann. Man kann sie nur erwarten, auf sie warten. Das Suchen hat für Simone Weil etwas Hastiges, Unruhiges, etwas sehr Ich-Fixiertes und etwas sehr Einengendes. Es kann wirklichkeitsverzehrend sein. Mehr ist diese Bewegung, also meine Bewegung, mein Tun hier im Vordergrund als die Wahrheit, das, worauf ich gerichtet bin. Dagegen ist Warten, Erwarten etwas Ruhiges, Weites, ganz Offenes der Wirklichkeit gegenüber.
Sie versucht, das Problem zu verdeutlichen, indem sie ein Beispiel aus dem Schulunterricht aufzeigt. Ich zitiere: Jeder Irrtum in den Übersetzungsarbeiten, jeder Unsinn in der Lösung der geometrischen Aufgaben, jede stilistische Unbeholfenheit und alle Mängel der Gedankenverknüpfung in den Aufsätzen. Dies alles kommt nur daher, dass der Geist sich voller Hast auf etwas stürzt und so vorzeitig angefüllt der Wahrheit nicht mehr zur Verfügung steht. Die Ursache ist immer, dass man aktiv sein wollte, dass man suchen wollte. Zitat Ende. Man könnte jetzt denken, wieso nicht suchen? Ja, Stein, andere Denker, wir sagen auch automatisch immer, wenn wir sagen, es ist ein automatischer Satz, den man immer sagt, ja, man sucht nach der Wahrheit. Simone Weil aber sagt hier explizit, dass das Warten eher das beschreibt, was es ist. Es stellt sich also die Frage, ob man Suchen auf zwei verschiedene Art und Weisen verstehen kann, ob es zwei Arten von Suchen gibt. Das eine Suchen, dieses hastige, unkoordinierte, dieses überaktive. Und dann das wahre Suchen, das im Wesen eigentlich ein Warten ist, ja, also ein Erwarten auf die Wahrheit. Man kann sagen, im Advent, das Wort besagt es, wartet man auf die Geburt Gottes, auf die Inkarnation. Wir warten auch auf das zweite Wiederkommen Christi. Warten bedeutet jederzeit bereit sein, bereit, die Wahrheit zu erblicken. Das ist bei der Suche nicht so. Warten bedeutet verstehen, dass das Sehen, der Moment des Sichzeigens, der Wahrheit dem Menschen nicht bekannt ist. Immer soll man bereit sein, denn man weiß nicht, wann der Bräutigam kommt. Nur die Jungfrauen, die den Bräutigam erwarten, werden an der Hochzeit teilnehmen. Simone Weil ist überzeugt, ich zitiere: Der Mensch kann die Wahrheit nicht aus eigenen Kräften finden. Und wenn er sich auf die Suche nach ihnen begibt, findet er statt ihrer falsche Wahrheiten, deren Falschheit er noch nicht mehr erkennen vermag. Zitat Ende. Genau das Gleiche schreibt Edith Stein in ihrem Werk Was ist der Mensch? Und beide sind sich auch einig, dass dazu auch die Gnade nötig ist. Beide sind auch einig, dass der Mensch sich durch das Üben in der philosophischen Methode vorbereiten kann für den einen plötzlichen Moment, in dem die Wahrheit sich nach Jahren zeigt. Der Mensch kann aber den Moment nicht wissen, er kann ihn nicht erzwingen. Dieses plötzlich ist unabhängig vom Menschen, aber gleichzeitig auch von seiner Sehnsucht beeinflusst, von seinem Begehren nach der Wahrheit. Simone Weil sagt, dass die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach der Wahrheit doch im Inneren eine Sehnsucht nach Gott ist, nur der Mensch begreift es nicht. Und sie sagt, Gott kann nicht anders, als sich jemanden zeigen, der sich nach ihm sehnt. Für Simone Weil wie auch für Edith Stein ist dieses sich Sehnen nach der Wahrheit ein bekanntes Gefühl. Simone Weil greift wieder zu einem Beispiel aus dem Schulunterricht, um das zu verdeutlichen. Ich zitiere: Es gibt für jede Schulübung eine eigentümliche Art und Weise, die Wahrheit zu erwarten, indem man sie begehrt, ohne dass man sich gestattet, sie zu suchen. Eine Weise des Aufmerkens auf die Gegebenheiten eines geometrischen Problems, ohne seine Lösung zu suchen, auf die Worte eines lateinischen oder griechischen Textes, ohne nach ihrem Sinn zu suchen. Oder wenn man schreibt, eine Art des Wartens, bis das richtige Wort von selbst aus der Feder fließt. Zitat Ende. An sich zurücknehmen, ein Warten eben, wird hier sehr schön sichtbar. Simone Weil schreibt weiter dazu, ich zitiere: Die Lösung eines geometrischen Problems ist an sich kein kostbares Gut. Aber auch für sie gilt das gleiche Gesetz, denn sie ist Gleichnis eines kostbaren Gutes. Als ein kleines Fragment einer besonderen Wahrheit, jener Wahrheit, die eines Tages mit Menschenstimme gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Zitat Ende. Wir sehen also ganz deutlich, dass sie diese philosophische Methode, ja, also Phänomenologie, dass das zum Schluss in der Tiefe auf Gott hingerichtet ist.
Das letzte Element, die Aufmerksamkeit. Sie war überzeugt, dass das Warten und die Sehnsucht durch die Aufmerksamkeit gehalten werden. Simone Weil erklärt, dass das Wesen der Aufmerksamkeit folgendermaßen, wenn man genau hinhört, hört man dieses Phänomenologische auch raus. Ich zitiere: Die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten, die verschiedenen bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu benutzen genötigt ist, in sich dem Geist zwar nahe und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, ohne dass sie ihn berühren. Zitat Ende. Wenn man genau hinhört, hört man hier so eine kleine Beschreibung von dem vom Epohé, dass dieses in Klammern setzen von Husserl, ja, also dieses unser ganzes Wissen, unser Denken, alles, was wir gelernt haben, gehört haben, in Klammern setzen. Weiter beschreibt sie dieses in Klammern setzen mit einem Bild. Sie schreibt, ich zitiere: Der Geist soll hinsichtlich aller besonderen und schon ausgeformten Gedanken einem Menschen auf einem Berg gleichen, der vor sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, doch ohne hinzublicken, viele Wälder und Ebenen bemerkt. Und vor allem soll der Geist leer sein, wartend, nicht suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen. Entschuldigung. Zitat Ende. Die Phänomenologie ist also ganz klar mehr als nur eine Methode. Es ist ein Weg zu einer Umwandlung der inneren Haltung. Das zeigt diese Beschreibung der Methode durch Simone Weil ganz deutlich. Es ist eine Haltung, die Aufmerksamkeit ist, die durch Erwartung und Sehnsucht in sich trägt. Ich habe noch ein Zitat, was ich gerne vorlesen möchte, dazu, was sie schreibt. Zu der Aufmerksamkeit. Sie schreibt: In unserer Seele ist etwas, das der wahren Aufmerksamkeit sehr viel heftiger widerstrebt, als das Fleisch der Ermüdung widerstrebt. Dieses Etwas ist dem Bösen sehr viel näher als das Fleisch. Darum wird jedes Mal, wenn man wirklich aufmerksam ist, etwas Böses in einem zerstört. Also hier sieht man auch dieses wirklich tiefe Denken, nicht einfach eine Methode, die man einfach so ja, erlernt und die eigentlich im Inneren nichts bewirkt. Die Phänomenologie ist in ihrer Tiefe eben keine nur äußere Methode, die man in 3 Semestern an der Universität lernen kann. Es ist ein sich üben. Das ganze Leben, ja, es dauert ein ganzes Leben, dieses Üben. Etwas, was nie ganz beendet werden kann. Simone Weil erlebt die mystische Erfahrung, die ich am Anfang zitiert habe, wo die Gottesfrage sich für sie geklärt hat, im Jahr 1938, das heißt circa, na, nicht ganz 5 Jahre vor ihrem Tod. Das bedeutet, sie hat 29 Jahre gewartet auf diesen Moment, dass die Wahrheit sich ihr zeigt. Auch in dem tiefsten Leiden wurde sie nie unaufmerksam. Ihre letzte Kraft steckte sie immer in die Aufmerksamkeit. Alles, was sie tat, tat sie in voller Aufmerksamkeit. Für Simone Weil ist die phänomenologische Methode also im Kern ein Warten, Erwarten der Wahrheit in Sehnsucht und in voller Aufmerksamkeit. Vielleicht ermöglicht dieser andere Blickwinkel, die andere Art und Weise, die Phänomenologie zu beschreiben, einen tieferen Blick auf das, was man über die Phänomenologie schon weiß und auch besonders auf den Weg der Gotteserkenntnis im Leben von Edith Stein. Ich möchte schließen mit einem Ausschnitt aus einem Gedicht von dem englischsprachigen Lyriker Eliot, der, wie ich finde, sehr phänomenologisch beschreibt, das, was ich versucht habe hier zu zeigen. Es ist vielleicht gar nicht so ein Zufall, dass es so phänomenologisch klingt, weil er selber auch die Werke von Husserl gelesen hat. Er schreibt: Ich sagte zu meiner Seele, sei still und warte, ohne Hoffnung, denn Hoffnung wäre Hoffnung auf das Falsche. Warte ohne Liebe, denn Liebe weh. Ich fange nochmal an.
Ich sagte zu meiner Seele, sei still und warte, ohne Hoffnung. Denn Hoffnung wäre Hoffnung auf das Falsche. Warte ohne Liebe, denn Liebe wäre Liebe zum Falschen. Da ist noch der Glaube, doch Glaube, Liebe und Hoffnung, sie sind alle im Warten. Warte ohne Gedanken, denn für Gedanken bist du nicht bereit. So wird die Dunkelheit zum Licht und die Unbewegtheit zum Tanz. Das, was er quasi hier zum Schluss beschreibt, das ist dieser plötzliche Moment, dieser Einbruch, nach dem lange Jahre warten. Es ist das, was wir im Leben von Simone Weil und Edith Stein sehen. Es scheint also, als wenn die Phänomenologie in ihrer tiefsten Tiefe Übung der Kontemplation Gottes ist. Vielen Dank.